Okay, Kamera läuft. Habt ihr euren Text drauf? Versuch wenigstens diesmal einen geraden Satz rauszubekommen, ja? Ja, wir sind ja keine Idioten, komm. Diesmal klappt's auf jeden Fall. Okay. Tubeheads, dritte Rohrpost, Take 32. Und bitte. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Das war dein Text, oder? Okay. Ja, hallo alle zusammen. Es ist mal wieder Zeit für eine Rohrpost, denn es gibt was zu feiern. Und ein paar News haben wir auch für euch. Ja, denn seit gestern haben wir auf unserem Kanal stolze 4500 Abonnenten. Yay! Ja, geil. Das heißt, die nächste Hürde, die wir zu knacken haben, wären noch die 100.000 Klicks. Aber das schaffen wir mit eurer Hilfe natürlich auch noch. Logisch, sind ja nur noch 24.300. Geschenkt! Ja. Außerdem haben wir letzten Freitag die 6. Episode der Tubeheads hochgeladen. Wer sie noch nicht gesehen hat, guckt sie euch an. Und das heißt, wir haben ja geplant, Staffel 13 Folgen, 6. Episode hochgeladen. Wir haben... Hi, Chan! Yeah! Wir müssen echt einfach nochmal loswerden, dass wir euren Support total geil finden. Es macht einfach echt Spaß, die ganzen Kommentare zu lesen. Also immer, wenn wir die Episode online haben, hängen wir mit dem ganzen Team von Rechnern und lesen erstmal die ganzen Kommentare durch. Wenn sie reinprasseln, denken sie, oh, geil, 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 was? Geil! Und macht einfach Spaß. Das ist echt cool und es motiviert uns total weiterzumachen. Absolut. Ums Weitermachen geht es ja jetzt auch, weil wenn wir jetzt einfach jede Woche eine neue Episode hochladen würden, dann würden wir Anfang Juni durch sein mit den 13 Episoden und dann gäbe es erstmal keine Tubeheads mehr. Och nö! Dann müssen wir erstmal wieder Geld sammeln, weil wir müssen von irgendwas leben und die Tubeheads beschäftigen uns fulltime. Das heißt, wir können nicht nebenbei auch noch irgendwelche Bezahljobs rocken. Ja, und das Avengers Special, das wir noch irgendwie reingequetscht haben, hat unseren Zeitplan eigentlich komplett über den Haufen geworfen. Das heißt, wir sind jetzt zeitlich ein bisschen in Bedrängnis und es wird langsam knapp, weil unser Puffer, den wir uns dadurch das, was wir vorgearbeitet haben, aufgebaut haben, schrumpft und schrumpft und schrumpft. Und wir bekommen jetzt immer mehr Stress, die Episoden rechtzeitig fertig zu kriegen und dabei, und das ist ganz entscheidend, auch die Qualität zu halten, die wir halten wollen. Und wir haben euch ja auch noch versprochen, dass es Behind-the-Scenes geben würde und Making-ofs und mal ein Tutorial und so weiter. Und das kostet alles Zeit. Ja, für uns ist halt wirklich das Wichtigste, dass die verdammte Qualität stimmt, dass die Dinge einfach witzig werden, dass wir wirklich alle Details machen können, die wir haben wollen, im Hintergrund die ganzen kleinen Gags verstecken können und dass das einfach so wird, wie wir uns das vorstellen. Ja? Und die Lösung, die wir uns jetzt überlegt haben, ist die, dass wir tatsächlich nur noch alle 2 Wochen eine Sketch-Episode der Tubeheads veröffentlichen werden. Aber keine Angst, das bedeutet nicht, dass ihr weniger Tubeheads kriegt, sondern sogar mehr. Mein Gott, mehr Tubeheads? Wie ist denn das möglich? Oh Larry, das ist ganz einfach. Erzähl mir mehr, Frank. Nun, es ist so, Larry, wenn wir nicht nur jede zweite Woche eine Sketch-Episode veröffentlichen, sondern in den Wochen dazwischen auch Making-ofs, Behind-the-Scenes, Outtakes und vielleicht mal eine Community-Episode, dann bekommen wir mehr Episoden-Tubeheads. Oh Gott, soll das etwa heißen, dass es jetzt nicht noch 6 weitere Episoden gibt? Nicht 7, nicht 8, sondern 12 weitere Episoden? Das ist ja unglaublich. Genau so ist es, Larry. Ist das nicht fantastisch? Absolut! Und so können wir dann bis in den August weitersenden. Oh, bis August? Super! Aber mal Scherz beiseite, wir hoffen natürlich, ihr habt Verständnis dafür. Wir werden euch ja auf jeden Fall die versprochenen 13 Episoden liefern und die werden auch richtig geil, versprochen. Zusätzlich gibt es aber eben auch noch die Making-ofs und Behind-the-Scenes-Sachen und damit fangen wir direkt am Freitag an, denn der Grund, weshalb der Daniel nicht hier ist, ist, er schneidet gerade in einem ausgiebigen Making-of, das mal so ein bisschen zeigt, wie das bei uns hier von Anfang bis Ende eigentlich läuft. Genau. Und uns würde interessieren, wie steht ihr zu der ganzen Sache? Schreibt es uns in die Kommentare. Und noch viel wichtiger, wenn ihr Vorschläge oder Wünsche habt, was wir mal in einer der Zusatzepisoden behandeln sollten, schreibt es uns auch in die Kommentare. Und wir sehen uns bei der nächsten Rohrpost. Und Cut. Naja, besser wird's wohl heute nicht mehr, was? Moment. Ihr habt vergessen, dass wir noch eine englische Synchro für die Avengers-Episode machen. Ach so, ja. Wir machen außerdem gerade eine englische Synchro für die Avengers-Episode. Ganz großes Kino.